Freunde, und willkommen zu Folge Nummer 5 auf der Wavenport. Ja, gestern hatte ich ja kleine Probleme wegen dem Thumbnail. Ich habe das nochmal eben eingerichtet, jetzt kriege ich mein Hut weg. Und habe währenddessen mal eben ja, den Helfer die Bahn zu Ende fahren lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, das ist mir einfach zu teuer, den Helfer fahren zu lassen. Für die paar Meter hat der mir schon 20 Euro abgenommen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen heftig. Daher fahre ich lieber alleine. Heißt im Endeffekt, ja gut, dann muss ich halt wahrscheinlich den Rest irgendwie offscreen flügen. Wobei ich einfach immer noch die Hoffnung habe, dass das relativ zügig geht. Aber wir lassen uns einfach überraschen, wie zügig es denn geht. Und ich glaube, dass ich auch deutlich schneller bin, wenn ich jetzt nur noch hoch und runter fahre, um mir die kurze Strecke zu sparen. Ich glaube, damit kann ich noch mal ein bisschen Zeit rausholen. Und versuchen, so breit wie möglich zu fahren, sollte ich auch. Ja, besser ist das auf jeden Fall. Ja, ich nehme auch ja, mehrere Folgen wieder am Stück auf. Wie gesagt, ich mache das immer noch in Sessions, weil ich mich nicht jeden Tag hinsetzen kann, eine Folge aufnehmen. Ich werde gucken, dass ich das in 2 bis 3 Sessions pro Woche irgendwie aufteilen kann. Dass ich dann immer so zwischen 2 und 4 Folgen irgendwie aufnehme. Ist halt auch immer ein bisschen zeitlich bedingt oder abhängig. Da muss ich jetzt hier erstmal einen Flug drehen. Na egal, das macht nichts. Muss ich gleich nur während der Fahrt machen, damit das auch passt. Oh, 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 oh. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich dann jetzt nicht irgendwie wieder direkt auf die Kommentare eingegangen bin. Ich nehme heute wohl 3 bis 4 Folgen auf. Um dann eventuell, ja, Freitag oder Samstag wieder welche aufnehmen zu müssen. Um da ein bisschen wieder bei euch zu sein, um euch mit euren Kommentaren abzuholen, sozusagen. Ja, kameratechnisch bin ich immer noch nach wie vor enttäuscht. Also da wurde ich leider nicht zufriedengestellt. Ich habe mir immer gewünscht, dass die Kameraführung etwas besser wird. Aber leider nothing. Ich finde sogar, dass sie irgendwie schlechter geworden ist. Kann auch Einbildung sein, aber es ist halt da, wenn sich so ein Feld kippt, man stellt sich die Kamera so ein bisschen so ein, dass man halt halbwegs gerade gucken kann. Dann fährt man andersrum und guckt halt komplett in eine andere Richtung, wo man eigentlich hingucken möchte. Vielleicht stelle ich mich da auch nur ein bisschen an. Wie seht ihr denn das? Also ich bin der Meinung, dass es doch tatsächlich vorher ein bisschen besser war. Und ich habe diese dynamische Fahrzeugkamera schon ausgeschaltet, weil die ging mir schon immer auf den Keks. Ja, aber kameraführungstechnisch bin ich immer noch nicht. Ist nicht das, was ich mir erhofft hatte und gewünscht hatte. Also ich würde mir halt wünschen, dass man die einfach, na gut, ja, fest positionieren kann oder dass man bestimmte Winkel vielleicht einfach vorgeben kann. Keine Ahnung. Ich mecker zwar, habe aber auch nicht unbedingt jetzt eine Idee, wie man es so viel besser machen könnte. Wobei jetzt geht's gerade von. Jetzt muss ich nicht jedes Mal hin und her switchen zwischen links und rechts fahren. Weil das Feld aber auch gerade ist. Würde das sich jetzt wieder doll neigen zu einer Seite, hätte ich ein Problem. Dann könnte ich jetzt hier auf der Seite gut gucken. Und auf der anderen halt nicht. Ja, mit dem Feld verlassen, mit dem Flug, um einfach ein bisschen Gas zu machen, ignoriere ich das jetzt einfach mal. Sonst müsste ich noch 40 Vorgewende fahren, damit ich auf dem Feld vernünftig gewendet oder wenden kann. Das machen wir einfach mal nicht. Da das Fliegen ja auch so schon auffällt. Ich habe die Hoffnung, oder ja, dass ich zumindest den größten Teil des Feldes jetzt in dieser Folge schaffe. Ich weiß, für euch ist es jetzt eine Folge lang Feldflügen.
Aber nächste Folge dann halt nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich fertig werde. Ansonsten ein kleines bisschen kann ich ja offscreen machen. Erstmal. Solange ich halt noch nichts Genaueres weiß. Wie ihr das denn gern hättet. Oh, achso. Deswegen hat er sich so schwer getan. Der Flug steckte noch in der Erde. Das war bis jetzt immer noch mein Lieblingsflug. Also von den Standarddingern, die es eigentlich gibt, diesen etwas größeren Saltford. Den mag ich wiederum nicht so, weil der diese komische Knickgelenkachse noch mal irgendwo zwischendrin hat. Komme ich nicht so ganz mit klar. Also das mit der hier doch viel, viel lieber. Wie der ganz neue ist, der noch größere, das weiß ich nicht. Den konnte ich noch nicht ausprobieren. Da werden wir mit Sicherheit auch noch zu kommen. Wenn wir irgendwann mal Asche haben mit größeren Geräten, dann können wir, größere Maschinen, können wir uns auch den großen Flug leisten. Denn irgendwann wird es natürlich kommen, dass man halt viel pflügen muss, wenn wir, ja, Mais, was wir brauchen werden für Tiere, Rüben, werden wir wahrscheinlich auch, ja, zwingend brauchen eigentlich. Da habe ich jetzt natürlich noch überhaupt auch noch nicht nachgeguckt. Ich weiß, Pferde, ja, die brauchen Hafer, Stroh und Heu, glaube ich. Bei den Kühen hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel verändert. Ich weiß nicht, ob sich das Mischverhältnis in der, also von der Menge her geändert hat. Das gilt es dann noch rauszufinden. Ob sich bei den Schweinen was geändert hat an dem Futter, das weiß ich nämlich auch noch nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Weil ich noch keine habe. So, ich bin gespannt, was wir schaffen in der Folge. Hälfte ist gleich um von der Folge. Haben aber auch gleich die Hälfte des Feldes. Bleibt nur noch ein kleiner Teil über. Ich bin da zuversichtlich. Dass wir dann in der nächsten Folge kurz drüber düngen können und mit dem Säen anfangen. Was wahrscheinlich auch ein Eckchen länger dauert. Ich weiß gar nicht, was hat der. Ne, der Flug, der hat keine 6 Meter, oder doch? Ne, der hat keine 6 Meter. Der ist, glaube ich, bei 5 Meter irgendwas. Unsere Sämaschine hat 6. Das könnte man tatsächlich vielleicht schaffen. Und dann können wir auch schon das nächste Feld ernten. Bald. Wird auch wieder eine ganz miese Ernte werden, weil Unkraut drauf und wahrscheinlich nicht richtig gedüngt. Gepflügt ist es noch. Oder ist es halt schon noch. Kalk muss, glaube ich, nicht drauf. Also das war das nächste Feld, Nummer 2, das war auf jeden Fall halbwegs gepflegt, bin ich der Meinung, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe. Bis auf das mit dem Unkraut. Aber es ist gut, dass wir das jetzt mit wegpflügen. So vergeht ein bisschen Zeit mit dem Düngen und Einsehen. Dass es dann vielleicht halt kurz vorher wiederkommt, bevor die Ernte stattfindet. So, jetzt habe ich mich auf jeden Fall langsam eingespielt mit dem Flug. Das ist gut. Weiß nicht, warum ich hier so eine fette Kurve drin habe, oder täuscht das nur? Ich glaube, das täuscht. Ja, ich bin vor allem auch mal gespannt, wo wir in 2, 3 Wochen stehen, was wir bis dahin geschafft haben. Ich hoffe einiges. Wie gesagt, ich versuche hier richtig Gas zu geben. Oder zumindest gut am Ball zu bleiben, dass es ordentlich vorwärts geht. Und wir hier nicht anfangen rumzuschludern. Ich will nämlich was schaffen. Das Projekt soll schon eine Weile gehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich in den nächsten 3 Monaten, also dass wir in 3 Monaten wohl, 3, 4 Monate in etwa,
vielleicht auch geile Modding-Maps schon haben mit Wirtschaftszweigen oder so. Hoffe ich jetzt erstmal, ne? Ob wir die wirklich bekommen, ist eine andere Sache in der Zeit. Aber ich hoffe, dass jetzt einfach mal rechne damit, dass wir dann in der Zeit hier was geschafft haben, dass wir auch ruhigen Gewissens sagen können, okay, die Map können wir hier abschließen und ganz beruhigt eine Modding-Map anfangen. Ich warte noch auf den Moment, wo ich hier wende und der Zug kommt. Jetzt ist natürlich auch beim Flügen halbwegs wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Also, so werde ich jetzt auf jeden Fall handhaben, auch sich Mühe zu geben, dass auch wirklich alles geflügt ist, dass man keine Reste überlässt, weil man ja so schnell nicht wieder flügen muss. Außer man hat jetzt wirklich ein Feld, wo man immer und immer, immer wieder Mais drauf anbaut. Ich glaube, da kann man dann sagen: Ja, komm, beim nächsten Mal ist es besser geflügt oder auch schlechter, kann ja auch passieren. Ähnlich wie mit dem Gruppen, würde ich jetzt mal sagen. Aber hier auf dem Feld, wo erstmal lange Zeit nichts anderes draufkommt, dass wir nicht pflügen müssen, sollte das doch vielleicht gleich ganz ordentlich sein. So, jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte des Feldes. Ja, muss ich gleich ein bisschen auskühlen machen. Bleibt ja nichts anderes übrig, weil ich will euch jetzt nicht 2,5 Folgen damit belästigen, wie wir das Feld pflügen. Das würde ich mir ehrlich gesagt auch nicht angucken wollen. 1,5 Folgen, wobei es war nicht mehr die ganze, eine halbe Folge beim letzten Mal, aber grob gerechnet 1,5 Folgen pflügen gucken, hätte ich jetzt auch nicht so den Bock drauf. Es sei denn, ihr fühlt euch von mir gut unterhalten. Wie gesagt, deswegen sage ich ja, haut's mal in die Kommentare. Offscreen oder nicht offscreen, wollt ihr mich nebenbei labern hören? Oder soll ich es vielleicht mal. Allerdings, da muss ich jetzt gleich mal zu sagen, habe ich noch nicht gemacht. Soll ich es mal mit dem Zeitraffer versuchen? Das können wir auch machen, dass wir solche Arbeiten, die jetzt einfach mal länger dauern, im Zeitraffer durchhauen. Ja. Haut mir auch das mal in die Kommentare. Was ist eure Meinung dazu? Wollen wir mal einen Zeitraffer ausprobieren? Ich kann euch aber nichts versprechen. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert. Ich denke aber, dass ich das bestimmt hinkriege. Wird auch Zeit, das mal zu lernen, wenn man es halt nicht kann, ne? Man muss ja immer sich auch weiterentwickeln. Also wie gesagt, da warte ich immer noch auf euren Wunsch. Zeitraffer, Offscreen oder einfach alles durchlaufen lassen. Bislang habe ich ja eigentlich auch in meinem ganzen LS-Dasein, was ihr so an Videos schon von mir kennt aus dem LS17, eigentlich immer auch durchlaufen lassen. Es sei denn, es war wirklich mal zu krass. Aber das gab es eigentlich auch nie. Also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht. Ja, doch, ich glaube, irgendwo mal beim Ballen aufsammeln oder Ballen pressen, da habe ich das, glaube ich, offscreen laufen lassen. Aber gut, andererseits hatten wir ja auch Curseplay da, was das meiste für uns übernommen hat. Und wir uns jedes Mal mit was anderem beschäftigen konnten in der Zeit. Und da bin ich so gespannt. Bitte, 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 lass uns wieder Curseplay hier bekommen. Das ist die geilste Mod ever. Ich würde auf jeden Fall. Ja, sehr traurig sein, wenn wir kein Questplay mehr bekommen. Also überhaupt gar nicht. Und auch, ja, Vergleichbares gab es auch, glaube ich, gar nicht. Also es gab, glaube ich, noch eine Mod, die aber auch nie wirklich so gut funktionierte wie Questplay. Und ich überlege auch gerade, wie sie hieß. Auto Drive. Ich glaube, Auto Drive hieß die. Ja, funktionierte halt nicht so geil wie Curseplay. Von daher, lasst uns beten. Wenn einer den Modder davon zufällig kennt, redet gut auf ihn ein. Damit wir das wiederbekommen.
So. Eine Bahn ziehe ich noch. Ja. Rest mache ich dann gleich mal im Offscreen. Und ich sollte ein bisschen Licht hier anmachen. Ist nämlich gerade ganz schön dunkel geworden, merke ich. Manchmal sieht mich noch, aber es könnte etwas besser beleuchtet sein. So. Ja, gut, meine Freunde. Dann, während ich hier runterfahre, beende ich die Folge. Bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Einschalten und dabei sein. Und für euer fleißiges Kommentieren, hoffe ich doch. Kann ich mich auch schon bedanken. Haut mir eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr meine Videos feiert, so wie mich auch. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da und abonniert mich gerne kostenlos. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.